Morgen, Kinder, wird es was geben. Morgen ist nämlich der Tag der klaren Kante. Das Landesverfassungsgericht wird über die Gültigkeit der Abgeordnetenhauswahlen und der zu den Bezirksverordnetenversammlungen entscheiden. Die meisten Beobachter rechnen in Folge mit Neuwahlen, und zwar im Februar. Und das kam so. Wer kennt sie nicht? Die Bilder des Berliner Wahlchaos. Jetzt also alles wieder auf Anfang? Auf ein neues? So hatten die Berlinerinnen und Berliner gewählt. Die SPD lag auf Platz 1. Doch laut einer Umfrage aus dem September könnte das Ergebnis bei einer Neuwahl so aussehen. Auf einmal wären die Grünen die Sieger. Bislang gilt, wer im September auf einer Wahlliste stand, der müsste auch bei einer Neuwahl antreten. Es dürfen keine Kandidatinnen oder Kandidaten ausgetauscht werden. Doch was heißt das? Auf der Liste der Grünen im Bezirk Mitte stand Stefan von Dassel, mittlerweile aber als Bezirksbürgermeister abgewählt. Er stolperte über ein Stellenbesetzungsverfahren. Die Grünen in Mitte müssten mit von Dassel wieder auf Bezirksebene ins Rennen gehen. Während erst am Mittwoch entschieden wird, ob das Abgeordnetenhaus und in den Bezirken neu gewählt wird, hat der Bundestag bereits entschieden. In 431 Berliner Wahllokalen muss die Bundestagswahl wiederholt werden. Betroffen sind davon vor allem Wahllokale in diesen 6 Bezirken. Doch wann gewählt wird, ist unklar. Es könnte sich bis 2024 ziehen, da die Opposition im Bundestag noch vor dem Bundesverfassungsgericht klagen will. Sollte das Berliner Verfassungsgericht morgen entscheiden, dass die Berlin-Wahl wiederholt werden muss, dann ginge das sehr viel schneller. Wahltermin wäre spätestens im Februar 2023.